Gut, dann bewegen wir uns mal wieder ein Stück nach unten und schauen mal, ob wir vielleicht in den Räumlichkeiten davor irgendwo Glück haben und da was finden an den Konsolen. Hier wird mir ja auch noch was angezeigt. Okay. Bevor wir jetzt da hingehen, schaue ich erstmal ganz kurz auf die Karte. Wir haben hier drüben noch was. Die Sicherheitsmatrix immer noch. Ernsthaft? Wir können da mal hingehen. Ich weiß nicht, was das soll, aber... Na gut. Baxel, hey! Ja, zu Baxel gehen wir gleich. Vorher wollen wir aber erst noch schauen. Hier muss es doch irgendwas geben, was wir deaktivieren können. Das verstehe ich echt nicht, was das soll. Ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Die kann mich jetzt mal, diese Verteidigungsmatrix. Wir reden mit Baxel und schließen das hier ab. Wir haben monatelang versucht, den Laden einzunehmen und bei Ihnen sieht es so einfach aus. Durch die Zerstörung Ihrer Einsatzzentrale und der zugehörigen Systeme ist der Rest der Kette jetzt angreifbar. Erinnern Sie sich an Jani Eek? Der Schild dort ist ausgefallen. Die gefrorene Stadt? Ja, gut gemacht. Das ist die ideale Gelegenheit für einen letzten Vorstoß, denn noch herrscht Chaos und Sie sind beschäftigt. Na dann, erstmal ein paar Infos dazu. Erzählen Sie mir etwas über diese alte Stadt. Es heißt, sie sei nach dem Angriff der Geißel verlassen worden. Dann kam die Kälte und sie war im Eis gefangen. Die Cat erfuhren, dass wir sie untersuchten und nahmen sie ein. Sie glauben, sie können dort Geheimnisse der Relikte abgreifen. Hoffentlich haben sie nicht schon alles zerstört. Okay. Ja, Nachschub holen müssen wir eigentlich nicht. Wir können direkt zum Kampf gehen. Ich kümmere mich darum. Ich werde bis dahin zusehen, ob ich hier irgendwas finde. Seien Sie vorsichtig, Ryder. Coole Sache. Stufe 21. Das heißt, wir können dann auch mal wieder mit der Forschung weitergehen und die Stufe 4 Geräte freischalten dann. Forschungsprojekte der Stufe 4 freigeschaltet. Da steht's ja auch. So, hier dürfte dann ja jetzt eigentlich nichts mehr sein, oder? Also gut, diese blöde Verteidigungsmatrix, Sicherheitsmatrix. Ich weiß nicht, was ich mit der machen soll. Achso, warte mal, das ist aber auch... Die Sicherheitsmatrix hat was mit den Infos zu tun über die Cat. Scheiße, wo ist denn das? Ich markiere mir das jetzt nochmal. Vielleicht ist das wirklich irgendwie weggeglitscht oder so. Nee, das kann doch nicht sein. Also, es kann auch sein, dass ich mich total trottelig anstelle, aber ich verstehe einfach nicht, was ich machen soll. Ist das hier irgendwo? Nee, ne? Muss ich was... Ah, ihr Schweine, ich muss es scannen! Das ist ein kritisches Subsystem. Wenn Sie drei davon sabotieren, wird die Verteidigungsmatrix deaktiviert. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich hätte es scannen müssen? Wirklich? Ah! Ihr seid Ärsche! Ihr seid richtige Ärsche! Oh, falsche Taste, Entschuldigung. Meine Güte, das muss mir doch jemand sagen, dass ich das erst scannen muss. Da komme ich doch nicht von alleine drauf auf sowas. Mensch. Na gut, haben wir das auch. Die Verteidigungsmatrix wurde zerstört. Das gesicherte Lagergebäude ist jetzt zugänglich. Das klingt okay. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was die Cat gehortet haben. Ach, herrje. Dieser ganze Ärger nur, weil mir niemand sagt, dass ich es erst scannen muss, bevor ich es deaktivieren kann. Das ist aber auch bescheuert. Ach, siehst du mal, und jetzt können wir die Tür hier öffnen. Die habe ich ganz am Anfang mal angeschaut. Ich wette, in dem Raum darüber ist noch mehr. Da müssen wir dann später mal schauen, was darüber noch so zu finden ist. Jetzt sammeln wir erstmal kurz hier. Und sammeln auch ein paar Infos vielleicht. Bericht. Erstkontakt Angara. Oh yeah. Sam hat Logs aus der Anfangszeit der Cat-Invasion gefunden. Übersetzt aus dem Tonaizet. Eintrag bla 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 bla. Spezialisten haben eine isolierte Station auf einer mineralienreichen Mondwelt als erstes Ziel ausgemacht. Routineangriff. Überraschungsmoment. Keine größeren Bedrohungen. Der Großteil wurde problemlos eliminiert. Genetisches Material zu Studienzwecken liegt vor. Lebende Exemplare wurden infolge einer unerwarteten Kapitulation ebenfalls sichergestellt.
Eintrag bla 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 bla. Gefangene Angara weisen sich als nützlich. Haben Kooperation zugesichert, wenn sie weiterleben dürfen. Ohne Widerstand Blutproben vom lebenden Objekt entnommen. Haben freiwillig bioenergetisches Feld demonstriert. Anwendungen machen sie zu geeigneten Kandidaten. Erwähnung des Zentrums ihrer Zivilisation. Ah ja. Position versteckt in der Geißel. Es gibt keine Karten. Weg wird durch Erfahrung gelernt. Befragung wird fortgesetzt. Schlagen nach Abschluss Verlegung ins Heimatreich als Handlanger vor. Es gibt also ein Heimatreich, das war ja zu erwarten. Aber was ich viel interessanter finde... Kontakt mit den Angara isolieren, Pathfinder. Wow, das klingt, als hätten die Kette einige der ersten Angara, denen sie begegnet sind, gezwungen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir sollten das Ari Westcheck zeigen. Das machen wir. Was ich aber eigentlich interessant fand jetzt an der Nachricht war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die Geißel schon da war, bevor die Cat gekommen sind. Was bedeutet, dass die Cat nichts mit der Geißel zu tun haben. Das ist getrennt voneinander zu betrachten. Und das wussten wir bisher noch nicht, würde ich meinen. Bisher hätte es auch durchaus sein können, dass die Cat was mit der Geißel zu tun haben. Aber nein, die haben die auch nicht verursacht. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir nach oben kommen. Die haben ja erwähnt, dass es einen oben drüber gibt. Vielleicht können wir ja einfach... Wir können einfach hochhüpfen, okay. Schauen wir uns den Raum auch noch an. Okay, wir sammeln erstmal. Und dann schauen wir uns vielleicht noch den Computer an. Denn ich denke mal, der bearbeitbare Balk wird jetzt nicht unbedingt der große Hit sein, wegen dem wir hier sind. Okay, Kettpanzerung 4. Nice. Das sieht seltsam aus, aber ich glaube, das ist einfach bloß eine zerkratzte Scheibe, in der sich was spiegelt. Okay, den großen Behälter öffnen wir auch noch. Und dann schauen wir mal hier in der Mitte. Aber hier können wir nichts machen. Schade eigentlich. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass hier was geht. Aber nee. Zumindest ein Scan, immerhin. Ein Kernverschlüsselungs... Eine Kernverschlüsselungstech, okay. Gut, ich würde denken, damit haben wir soweit alles abgearbeitet, was wir hier machen konnten. Wir könnten jetzt zu Ari zurückkehren. Ich glaube, wir gehen aber tatsächlich erstmal zur Eishöhle. Denn ich will jetzt wissen, was da drin ist. Die konnten wir bisher noch nicht betreten und das ist der letzte Ort, den wir noch nicht erkundet haben auf diesem Planeten. Sobald wir das geschafft haben, ist Volt abgearbeitet und ich freue mich schon ein bisschen drauf, den Eisplaneten zu verlassen und dann auch wirklich hinter mir lassen zu können. Denn ich würde gern wieder anderes sehen. Ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, muss ich sagen, an den Planeten auch. Von daher ist es nicht so schlimm, aber... Ich freue mich drauf, dann auch wieder anderes zu sehen und dann auch nicht hierhin zurückkehren zu müssen unbedingt. Kein Problem sein, wenn sie sich nicht mehr hinter ihren Schilden verstecken können. Ich denke auch. So, wo genau sollen wir denn hin hier? Ach so, das ist noch das andere markiert, glaube ich, ne? Ja, es ist noch das andere markiert. So, aber wir wollen doch tatsächlich hier hin. Okay, was jetzt noch da ist, das sind bloß die Geschütze, glaube ich. Die werden uns nicht gefährlich. Das heißt, wir können uns ganz in Ruhe mal die Eishöhle anschauen. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Und sehen, was es hier Interessantes für uns zu entdecken gibt. Sieht nach weiteren Lagern aus. Hopsa. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Das ist nicht so tragisch. Kann ich mitleben. Okay, viel Kram, viel Eis. Aber das hatten wir alles in anderen Ecken auch schon. Also es ist momentan noch nichts, was diesen Schild rechtfertigt. Oh, hallo. Ja, 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 Ungeziefer. Ich glaube, es hakt. Also mittlerweile scheinen sich unsere Translatoren dran gewöhnt zu haben, an die Sprache der Cat. Denn das wird jetzt alles tatsächlich schon mit übersetzt. Haha! Du kannst noch so unsichtbar sein, ich krieg dich auch so. Abflug! So, zu dir komme ich noch rüber. Hab ich dich? Ja.
Sehr gut. Niedrigere Temperaturen unter dem normalen Wert. Man muss ja hier ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in den Tod stürzt. Denn hier geht es ja doch reichlich weit nach unten, so wie ich das sehe. Aber kriegen wir hin, uns in den Tod zu stürzen. So, weiter geht's. Wir kommen unserem Ziel näher. Das sind ziemlich schwere Bergbaugerätschaften. Was auch immer unser Ziel ist. Und Sprengstoff. Die Cat wollten sich den Weg zu etwas hier drin freisprengen. Ich glaube, wir sind da. Ohoho. Das sieht interessant aus, stilistisch, muss ich sagen. So klare Formen. Aber doch so ein bisschen Verzierung mit dabei. So, den hätten wir. Das sieht so, weiß nicht, so wie so ein klassisches Gebäude bei uns aus. Ein älteres. Gar nicht so futuristisch, wie man das von Mass Effect kennt. Dass hier drunter eine ganze Stadt sein kann. Sam, wissen wir, wie lange dieser Ort schon im Eis gefangen ist? Die Forscher der Angara vermuten mehr als 500 Jahre als Ergebnis des Geißelvorfalls. Die Theorie habe ich auch gehört. Okay. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Gut, wir räumen erstmal ein bisschen auf und dann können wir immer noch erkunden. Gut, die hätten wir. Das sind alles bloß Erwählte, das geht noch. Das ist nicht das Problem. Das ist quasi bloß das Kleinvieh, aber ich vermute, irgendwo wird es auch was Größeres geben hier. Gibt es noch eine Zielmarkierung? Sieht nicht so aus, ne? Vielleicht heißt es jetzt tatsächlich einfach erkunden. Und weitere Catch-Schlachten. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. So, erstmal den Beruf nennen. Die sind nämlich nervig, die Typen. Alles andere regelt sich mit der Zeit. Vielleicht auch den Gesalbten mal mit wegräumen da hinten. Oh Gott. Oh, so ist alles losgegangen. Auch interessant. Dich krieg ich trotzdem. Und wenn du dich noch so sehr verschanzt. Ja, Trickkiste kann ich auch. Oh, hallo. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Das ist so verwinkelt hier alles. Ah, hier drüben gibt es doch ein Ziel. Die Cat beseitigen einfach nur. Okay. Also ein richtiges Ziel ist es nicht. Oh. Ich wollte es eigentlich entfernen. Ja, danke. So, wir müssen also irgendwie uns hier rumarbeiten. Ja, dann können wir den Weg ja nehmen. Sie haben hier Sklaven. Wir müssen sie rausholen. Sieh mal an. Bist du redebedürftig? Nein? Okay. Dann nicht. Du ebenfalls nicht so? Nein? Schade. Mich hätte es ja mal interessiert, wann die gefangen genommen wurden und wie es dazu kam, dass sie hier arbeiten oder was sie hier machen. Ob die bloß gefangen gehalten werden ob sie tatsächlich als Strafarbeiter vielleicht hier sind. Dann wäre es aber verwunderlich, warum sie Frauen mit hinnehmen. So. Bisschen Deckung nehmen. Ah. Okay. Hopsasa. Oh Gott, das war nix. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn noch im Fokus ein bisschen, aber dem war wohl nicht so. So, ich glaube, jetzt haben wir wieder Ruhe. Und können noch ein bisschen weiter befreien hier. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Gut. Lebenserhaltung ist stabil.
Auch das hätten wir, damit können wir als nächstes. Gut, mir wird vorgegeben, wo ich hin soll, dann gehe ich da auch hin. Okay, ich komme da nicht hin auf die Art und Weise. Schauen wir nochmal. Ich muss wieder zurück, ernsthaft? Okay, wenn ihr sagt, dass ich das soll, dann mache ich das. Wenn ich nicht so ganz davon überzeugt bin. Ah, jetzt will doch jemand reden. Das freut mich. Hi, Kumpel. Das sind alle, Kleid. Und wir sind wirklich frei. Schaffen Sie es von hier aus allein? Ja. Ohne die Cat kann ich die anderen sicher nach Techix zurückbringen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich könnte Ihnen sagen, was ich über diesen Ort weiß. Vielleicht hilft Ihnen das. Das könnte helfen. Eine große Hilfe. Die Cat wollen in einen Raum hinter dieser Wand. Vor einiger Zeit haben sie etwas geortet und ihre Anstrengungen darauf konzentriert, dorthin zu kommen. Wer will das Eis durchschlagen? Die Cat haben uns Sprengstoff herbringen lassen. Sie wollten die Wand sprengen. Das könnten sie auch machen. Wollen sie sonst noch was wissen? Falls nicht, würde ich gerne den Himmel wiedersehen. Ja, die Gefangennahme würde mich schon interessieren. Und was hinter der Wand ist, natürlich auch. Ich vermute aber mal, wir werden sie gar nicht sprengen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sam da vielleicht was regeln kann. Warum wurden sie gefangen genommen? Sie haben unser Dorf überfallen. Wir wurden in ein Lager gebracht und in Truppen gesteckt. Und dann haben sie irgendein Programm an uns durchgeführt. Blutabnahmen, Untersuchungen. Ich kann mich nicht mal mehr an alle Tests erinnern. Danach wurden wir aufgeteilt. Meine Gruppe war mangelhaft. Oder vielleicht war es auch unwürdig. Die andere Gruppe haben wir nie wieder gesehen. Wer weiß, wofür die eingesetzt wurden. Wir hatten ja schon gelesen, dass die für irgendwelche Tests offenbar benutzt wurden. Und es schien dabei in irgendeiner Form um ihre besonderen Fähigkeiten zu gehen. Um dieses Elektro-Gedingsball. Ich weiß gar nicht mehr, was genau die können. Was genau ist hinter der Wand? Das weiß ich nicht. Etwas Altes. Etwas, das die Cat interessiert hat. Einer hat, glaube ich, gefragt, ob es noch funktioniert. Vielleicht eine Maschine. Ein weiterer Architekt? Das wäre doch toll. Hier unten drin, das wäre sehr, sehr witzig. Ich brauche weiter nichts mehr von Ihnen. Viel Glück. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Seien Sie vorsichtig. Ja, wir sind ja nur hier, um unsere Neugier zu stillen. Und ich glaube, das kriegen wir hin. So, schauen wir uns doch mal an, was wir hier machen können. Wir müssen herausfinden, wie wir hinter diese Wand kommen. Ein Scan könnte helfen. Ich sekundiere. Pathfinder, ich empfange eine starke, nicht identifizierte Energiesignatur, deren Quelle hinter dieser Wand liegt. Dann ist dort also tatsächlich etwas. Ach nein. Außerdem sieht es so aus, als müssten wir uns den Weg mit dem Sprengstoff freisprengen, der hier herumliegt. Haben wir genug davon? Ja, damit kommen wir durch. Hoffentlich. Dann würde ich sagen, kommt man ein bisschen von da weg. Wolltest du nicht gerade gehen eigentlich, Freund? Das explodiert ja gar nicht. Sauerei. Okay, dann gehen wir vielleicht mal in Deckung. Dann wollen wir mal. Ah, okay. Da scheinen wir ja genau im richtigen Moment gekommen zu sein. Alle in Ordnung? Niemand unter herabstürzenden Eismassen begraben? Alles gut. Und es sieht so aus, als wären wir durch. Das sieht so aus, ja. Und ich bin echt gespannt, was wir hier finden. Das sieht sehr merkwürdig aus. Das sieht aus wie irgendwelche Brutkammern. Noch mehr Überbleibsel aus einer alten Zivilisation? Hier ist es wunderschön. Aber was macht diesen Ort so interessant, dass die Cat um ihn kämpfen würden? Ich grüße Sie. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Oha! Was sind Sie? Ein Interface für das Energieraster dieser Stadt. Ich bin aktiv, seit sie im Eis eingeschlossen wurde. Sie lügt. Sie ist eine KI und allem Anschein nach wurde sie von den Angara erschaffen. Von den Angara? Das ist interessant. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es was Älteres ist.
Wenn man bedenkt, wie hochentwickelt die Angara sind, wäre das durchaus möglich. Absolut. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass sie hiervon wussten. Das ist einfach unglaublich. Holt den Commander! Also, warum haben Sie mich belogen? Wie Sie sehen, bin ich momentan verwundbar. Was ist hier geschehen? Die Cat Aliens haben über mich gesprochen, als wäre ich böse und abstoßend. Sie hatten vor, sich mein Wissen anzueignen und mich dann zu töten. Ich konnte sie abwehren, aber jetzt sind meine Energiespeicher erschöpft. Ich bin dem Tode nahe. Eine weitere Lüge. Sie ist mit einem gewaltigen Energieraster verbunden. Ich flehe Sie an. Haben Sie Mitleid mit mir. Bringen Sie mich nicht von hier weg. Ich würde lieber sterben. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Das ist Wahnsinn. Sie sind eine unglaubliche Entdeckung. Ein Schlüssel zu unserer Vergangenheit. Bin ich das? Sie sind nicht diejenigen, die mich erschaffen haben. Ich vertraue Ihnen ebenso wenig wie den Cat Aliens. Oder diesen anderen Aliens. Ich würde lieber sterben. Ryder, sie blockiert meine Versuche, sie zu scannen. Okay, das ist... Ich bin offen für Ratschläge. Irgendwelche Ideen? Ideen? Ich bringe sie von hier weg. Das ist etwas... Nein, ich bin müde. Ich werde nicht gehen. Ich habe Angst. So viel Angst. Und ich bin wütend. Helfen Sie mir! Bitte! Ich habe Familie! Ein Leben für ein Leben. Ist meines wirklich kostbarer als seines? Oha! Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es ist seine eigene Dummheit, dieses Ding zu berühren. Das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss. Und dieses Ding kann wirklich die Vergangenheit offenbaren. Ich meine, die Sache ist... Oh, dieser Kerl nervt gerade mit seinem Gestöhne. Da kann ich mich gar nicht konzentrieren. Die Sache ist, es herrscht halt wirklich ein Krieg und dieses Ding kann auch was über die Geißel wissen. Und dementsprechend hängen da noch viel, viel mehr Leben dran. Das ist jetzt vielleicht kalt und berechnend, aber ich befürchte, dass wir diese KI brauchen könnten. Auch wenn sie ein verlogenes Miststück zu sein scheint. Deswegen tut's mir leid. Das hat der Typ sich selbst eingebrockt. Sie sind viel zu wertvoll. Tut mir leid. Das hätten Sie nicht tun müssen. Da mein Schicksal nun in Ihren Händen liegt, sollten Sie es als Warnung betrachten. Aber Sie haben eine aufregende Zukunft vor sich. Sie können den Angara helfen, das wieder zu gewinnen, was Ihnen die Geißel genommen hat. Ich kenne Sie nicht. Und ich schulde Ihnen gar nichts. Aber Ihre KI, Sie verstehe ich. Übergeben Sie mich in Ihre Obhut. Ist das wirklich eine gute Idee? Ich denke eher nicht. Muss es denn immer um Grenzen gehen? Wenn Sam dieser KI im Moment am besten helfen kann, dann teilen wir sie eben. Das ginge natürlich, aber es würde nicht gut ankommen. Außerdem gibt es auf der Nexus ohnehin schon eine Anti-KI-Stimmung. Ich will bei Sam sein. Ich habe ein Bewusstsein, ich habe Wünsche und Gefühle. Bitte, Pathfinder. Die Sache ist, dieses Ding versucht halt wirklich, die Emotionen von organischen Lebewesen zu imitieren und quatscht deswegen halt alles Mögliche, was man natürlich nicht glauben kann, aber das ist schwierig. Eigentlich ist es bloß eine logische Abwägung, das ist das Einzige, was jetzt dabei wirklich wichtig ist, also mir ist scheißegal, was das Ding jetzt erzählt von wegen Wünschen und Gefühlen, weil Wünsche und Gefühle bei der KI, weiß ich nicht, naja, die Abwägung ist, kann diese KI so hoch entwickelt sein, dass sie Sam gefährlich werden kann? Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn das wäre schlecht für das Spiel. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen in Betracht ziehen, dass das ja ein Spiel ist. Von daher kann das Risiko eigentlich nicht so groß sein. Und ich würde sagen, wir geben sie Sam. Erfüllen wir ihr ihren Wunsch. Jarl, Liam, Sie klären die diplomatischen Fragen. Wenigstens haben die Cats sie nicht in die Finger bekommen. Okay, Team. Was jetzt? Was hat der Liam jetzt damit zu tun? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist Volts Lebensfähigkeit wahrscheinlich mittlerweile schon bei 120% oder so. Wir werden es nie herausfinden. Und wir haben einen interessanten Link in die Vergangenheit der Angara gefunden.
glaube, hier unten gibt es damit jetzt tatsächlich nichts mehr für uns. Wir schauen mal kurz. Aber es sieht so aus, als ob damit hier unten alles abgearbeitet wäre. Und damit können wir dann tatsächlich mal hier rüber marschieren nach Techix. Und nochmal mit dem Angara sprechen, der uns den Auftrag gegeben hatte, etwas über die Vergangenheit zwischen Angara und Cat herauszufinden. Das ist Techix, zumindest laut meiner Karte. Immer noch schön, dass du es weißt. So, das ist eigentlich so ziemlich die letzte Mission, die wir noch auf Volt jetzt erfüllen müssen. Und wenn das abgearbeitet ist, ist der Planet eigentlich durch für uns. Ich habe die Vernichtung der Kett auf Volt in meinen Aufzeichnungen festgehalten, damit wir uns daran erinnern. Aber haben Sie in den Datenbanken der Kett irgendetwas von Interesse gefunden? Irgendetwas über den Beginn Ihrer Invasion? Das hier könnte Sie vielleicht interessieren. Das kann nicht stimmen. Es besagt, einige Angara hätten den Kett freiwillig Informationen gegeben. Sie haben ihr eigenes Volk verraten. Wahrscheinlich haben sie die Kett zu anderen Angara geführt. Sie wussten wahrscheinlich nicht, dass die Kett so aggressiv sein würden, dass sie ein eroberer Volk sind. Und vielleicht waren sie einfach nicht vorsichtig genug. Die Kett hätten auch ohne Hilfe weitere Angara gefunden. Letzten Endes war es unvermeidlich. Das ist nicht unbedingt beruhigend, Ryder. Außerdem werden wir nie mit Sicherheit wissen, welche Folgen ihr Handeln hatte. Das kann ich nicht in unsere Chroniken aufnehmen, Ryder. So darf man sich nicht an uns erinnern. Der Kampf gegen die Kett wird noch jahrelang andauern. Wir brauchen Hoffnung, keine erschütternden Wahrheiten. Sorry, Dude. Die Wahrheit ist immer wichtig, weil du aus der Wahrheit einfach was lernen kannst. Und ihr habt doch die Lehre eigentlich schon gezogen aus dem Kampf gegen die Kett, dass ihr vorsichtig sein müsst, wenn ihr auf neue Alienrassen trefft. Und das waren sie damals einfach noch nicht. Das ist alles, was da passiert ist. Die waren einfach unvorsichtig. So sehe ich das zumindest. Und sie wurden vielleicht gefoltert, ein paar von ihnen. Aber sie haben dann sicherlich auch mit der Wahrheit rausgerückt, weil sie einfach wahrscheinlich das Ausmaß ihrer Informationspreisgabe gar nicht erahnen konnten an der Stelle, weil sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass die Kett das ganze Volk auslöschen wollen. So sehe ich das jedenfalls. Also was für Schlüsse man dann daraus zieht, das ist immer noch eine andere Sache, aber die Wahrheit zu verfälschen, sinnlos. Hoffnung können wir auch aus anderen Sachen beziehen. Wir haben gerade ganz wohl zurückerobert, daraus kann man viel mehr Hoffnung beziehen, das ist viel wichtiger. Aber die Wahrheit darf man nicht verfälschen. Sie können nicht so tun, als wäre das alles nie passiert oder einfach irgendeine andere Geschichte erfinden. Aber genau das sind Chroniken doch, Pathfinder. Tatsachen und Mutmaßungen, die zu einer Geschichte verschmelzen. Und was bringt es Ihrem Volk, wenn Sie so tun, als wären die Angara perfekt? Ich dachte, es würde die Moral aufrechterhalten. Aber vielleicht haben Sie recht. Vielleicht müssen wir uns unserer Schwächen bewusst werden. Danke, Ryder. Sie haben mir einiges zum Nachdenken gegeben. Und jetzt muss ich mich an die Arbeit machen. Na dann ab. Ich freue mich, wenn ich helfen konnte.